Wir sind hier momentan bei einem Unfall, der sich auf der Bundesstraße 441 zwischen den Ortschaften Lese und Loccum ereignet hat. Nach unseren ersten Ermittlungen ist ein LKW mit Anhänger von der Ortschaft Loccum in Richtung Lese gefahren. Dabei ist es zu einem Unfall gekommen. Bisher steht nicht fest, wie sich dieser Unfall tatsächlich zugetragen hat. Lediglich, dass zwei Pkw dabei kollidiert sind mit dem Lkw. In der Folge sind dann die Insassen des Pkws, zweimal männlich, einmal weiblich, tödlich verunglückt. Wir wurden gerufen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf der B441 Lese Fahrtrichtung Loccum. Als wir hier vor Ort eingetroffen sind, ergab sich folgendes Bild. Die Fahrzeuge standen total beschädigt im Seitenraum. In einem Fahrzeug waren zwei Personen eingeklemmt, in einem weiteren Fahrzeug eine Person eingeklemmt. Das Trümmerfeld erstreckte sich ungefähr über 300 Meter auf der Fahrbahn. Es war ein erschreckendes Bild. Die Maßnahme war zuerst, die Unfallstelle zum Eigenschutz abzusichern. Des Weiteren haben wir begonnen, nach Schwere der Lage die Personen mit dem Ersteintreffen der ersten Rüstsätze aus dem Fahrzeug herauszuschneiden. Neben der psychischen und seelischen Belastung, die es natürlich bei so einem Einsatz gibt, ist es bei den Fahrzeugen dann auch ab und zu durch die Bauart bedingt, um an das Fahrzeug heranzukommen. Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes waren die Fahrzeugzellen ganz schön zusammengestaucht. Also die Kräfte, die waren ziemlich groß, die hier gewirkt haben. Aus einem Fahrzeug war der komplette Motorblock herausgeschleudert, in sämtliche Einzelteile zerlegt, über die Fahrbahn zerstreut. Zu beklagen haben wir hier den Unfalltod dreier Personen. Thank you.